Moin zusammen, der Moritz hier. Wir sind bei Asus auf der CeBIT 2012 und nachdem wir gerade schon die ROG Mainboards gesehen haben, wollen wir jetzt nochmal hier so ein bisschen ein extravaganteres Produkt zeigen. Das kennt man jetzt schon seit geraumer Zeit bei Asus, dass sie auf manchen Mainboards, nämlich dieser Sabertooth-Serie, diese Tactical Vest verbauen, und das haben sie jetzt noch weiter verbessert. Christian, kannst du mal erzählen, was das jetzt auf diesem Board hier, was das besser kann als das Vorgänger, als die Vorgängerversion? Also basiert natürlich auf dem neuen Intel-Chipsatz, der 7er Reihe. Wir haben die Thermal Armor noch ein bisschen verbessert. Und zwar haben wir zum optional installieren Zusatzlüfter angeboten. Das heißt, man kann am IO-Sheet einen Lüfter verbauen, der dann halt die kalte Luft von draußen reinzieht und dann halt über die Spannungsversorgungsbereich die Luft zieht und dann halt auch über die das ganze Mainboard verteilt. Das ganze, genau, richtig. Dazu kann auch noch, wenn es nicht reicht, auch noch ein Zusatzlüfter hier zusätzlich verbaut werden. Okay, und was habt ihr hier auf den Slot noch gesteckt? Da steckt auch noch irgendwas drauf? Also das ist jetzt exemplarisch für alle Slots eigentlich. Wir haben sogenannte Dust Defender vorbereitet. Das heißt, man kann nicht benutzte Slots damit abdecken, sodass die dann halt nicht verstauben bei längerem Nichtgebrauch. Was man halt, ja. Ansonsten von der Ausstattung her, Z77 typisch, alles an Bord, PCI Express 3.0, USB 3.0, alles an Bord, ne? Genau, richtig. Und halt wird dadurch, dass es ein Board aus der TUF-Serie ist und dann halt entsprechend hochwertige Komponenten verbaut, die dann halt wirklich eine hohe Lebensdauer garantieren. Ja, ja, zum einen das, und die werden auch extrem hoch getestet. Also die werden in Kälteschockkammern zum Beispiel getestet. Also das ganze Board, nicht nur die Komponenten, sondern wirklich das ganze Board, sondern halt wird von wirklich niedrigen Minusgraden bis direkt in Plusgraden im minütlichen Wechsel halt die ganzen Boards getestet werden, sodass sie halt wirklich dann halt auf einen Extremeinsatz ausgelegt sind. Kannst du schon was zum Preis und zur Verfügbarkeit sagen? Noch nicht, aber die Boards werden im Laufe des März verfügbar sein. Und Preise wird ähnlich wie die Vorgängermodelle. Okay, alles klar, danke.